Liebe Vorarlbergerinnen, liebe Vorarlberger. Mein Name ist Mona Bexer und ich arbeite bei der Jungkirche Vorarlberg. Ich freue mich sehr, dass ich ein paar Gedanken von mir mit euch heute teilen darf. Eigentlich hat ja vor 4 Wochen alles ganz langsam angefangen. Meine Freundin Rosi, sie wohnt in Rom, hat über Instagram an alle ihre Freunde appelliert, dass sie doch endlich daheim bleiben sollen. Denn ihr Leben ist durch das Coronavirus schon komplett aus der Fuge geraten. Wie sich aber mein Leben verändern wird und wie sich das Leben in Österreich verändert, war mir zu der Zeit noch überhaupt nicht klar. Was man gespürt hat, war so eine gewisse Unsicherheit. Eine gewisse Ungewissheit. Und so ist es auch genau diese Unsicherheit, die mich jetzt so 4 Wochen später noch beschäftigt. Ich glaube, dass es in Zeiten von der Ungewissheit genau 2 Richtungen gibt, in die man kommen kann. Man kann sich entweder vor Gott weg oder zu Gott ane bewegen. In Zeiten, wo es mir gut geht, wo das Leben rund läuft, wo alles super ist, da ist es oft so, dass Gott nicht so eine hohe Priorität in meinem Leben hat. Wo ich nicht so viel Zeit investiere. Und wo ich einfach auch vielmehr denke, ja, es klappt eh alles, ich schaffe das ganz gut allein. In Zeiten von Angst, von Sorge, von Ungewissheit, da wird mir aber ganz schnell klar, wie falsch ich eigentlich gläubig bin, weil ich schaffe es einfach doch nicht allein. Und ich brauche Gott in meinem Leben. Und so entscheide ich mich dann auch immer wieder fürs Neue, einen Schritt auf Gott so zu machen. Und in dem Moment, wo ich das tue, das spüre ich einfach und weiß, dass alles wieder gut wird. Weil Gott gut ist. Und so lesen wir im heutigen Psalm: Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind, und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Und so möchte ich heute ganz besonders an alle ehrenamtlichen Helfer denken und an alle Zivildiener. Weil ich glaube, dass das 2 Gruppen sind, wo oftmals Räder am Laufen heben und aber doch auf jemals überhaupt keine Wertschätzung kriegen. Ich wünsche mir für sie, dass sie auch ihren Schritt auf Gott zu machen. Dass sie seinen Frieden, seine Zufriedenheit in sich spüren und dass sie einfach auch merken, alles wird gut. Bleiben gesund und tschüss.